Hey yo, was geht, Leute? Heute mal wieder endlich ein kleines Ründchen Mario Maker 2. Genau, ich kann jetzt endlich wieder ein bisschen mit der Capture Card agieren, beziehungsweise dank des guten Pushkins, der mir zum Geburtstag nachträglich eine neue Capture Card geschenkt hat. Yay! Also wieder ein bisschen Mario-Content nach und nach. Und ja, allgemein, wenn ihr ansonsten auch noch irgendwie coole Spiele für die Switch oder so habt, die ich mal unbedingt spielen sollte, schreibt es mir doch gerne mal. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß mit einer kleinen Runde Endless Challenge. Also von daher, ihr wisst ja, abonnieren, liken, gern gesehen. Und ab rein dafür. Genau, da sind wir auch endlich wieder. Yeeha! Also ich werde erstmal tatsächlich mit leicht anfangen. Bei meinem Testen habe ich es nämlich mal ausprobiert mit normal und das hat mich tatsächlich schon wieder etwas zur Weißglut gebracht. Deswegen dachte ich mir, versuchen wir es erstmal mit leicht. Ja. Ich mag Pilze. Mal gucken, wie leicht das Ganze hier sein wird. Mehr als leicht. Mal gucken. Ist das hier? Ah ja. Scheint tatsächlich eine Art Troll-Level zu sein. Beziehungsweise Rätsel-Level. Gucken, ob man hier irgendwas zerstören kann. Ach, da ist ein Linksschwert. Kann man hier? Brauche ich Link hier für vorne irgendwas? Das wäre schon das Rätsels Lösung. Da gibt es noch ein Schwert. Ist halt genau so, dass man da nicht hinkommt. Also ein bisschen Adventure-mäßig hier alles aufgebaut. Die Feuerblume. Nein! Euch trotzdem alle erledigen. Ja, nee, nicht zu hoch ging. Auch nicht zu tief. Ich weiß halt nicht, wo da die Hitbox von einem selber ist. Yes. Habe ich mich jetzt softlocked? Nein, wollte schon sagen. Kurz Panik bekommen. Ah, das sie. Ja, schöne Ding. Ich sag mal 5 Level, wenn ich die durchgängig geschafft habe, dann versuche ich mich doch mal schwer wieder, beziehungsweise normal. Auch wenn mich das, wie gesagt, auch schon sehr, sehr traurig gemacht hatte. Okay. Mal noch ein bisschen. Falsche Richtung. So. Aus dem Bild. Hüpfen wir einfach mal hier über alles hinweg.
Oh Gott. Ja, manchmal bin ich auch einfach ein bisschen dämlich. Aber das ist okay. Hoffe ich zumindest. Verurteilt mich nicht. Next. Ach. So, bei Rot gehen sie schnell rein, raus. Das habe ich schon gelernt. Eine Feuerblume wäre mir lieber gewesen, aber... Hui. Ah, du kannst mir nichts. Next round. Let's go. Ganz genau, let's go. Erreiche das Ziel. Ja, sollten wir hinkriegen. Ist das ein Troll? Warum springe ich dem Pilz hinterher? Aber ich scheine nicht der Einzige zu sein, der so gedacht hatte. Ja, aber das ist ja falsch. Mich da hoch. Ja, aber bringt tut mir das nichts. Okay, ich dachte, ich hau die kaputt. Nee, ich muss mich einfach mit denen rüberfliegen lassen. Per Kanonexpress quasi. Next try. Das kann doch nicht so schwer sein, auf so einer Kanone stehen zu bleiben, oder? Nein, es ist nicht zu schwer. Ach so. Oh Gott. Ja, kann jedem mal passieren. Ich wusste gar nicht, dass diese... man sollte halt auch einfach mal lesen, was da steht. Naja. Okay. Lass es einfach mit mir geschehen. Wow. Okay, da gibt es auch noch quasi einen Weg. Ultra Auto Mario, also Auto. Nichts machen. Okay. Wow. Dann soll ich wahrscheinlich hier in Panik zerfallen. Aber ich mache mal einfach gar nichts. Das ist auf jeden Fall ein sehr kreatives Level. Ja, zusehen macht auf jeden Fall Spaß. Ja, krass. Ich bin sehr fasziniert, was, wie, wo sich Leute ausdenken können. Genießen wir einfach die Showkenners, ne? Na, so kann man also da durchkommen. Thank you.
Wow. Also Hut ab an das Level. Ich hätte jetzt auch mal ein Herz geben können, ne? Let's go! Let's go! Klatsch. Mal einfach ein paar Coins mitnehmen. Und nur ein großer Mario ist ein guter Mario. Und ein Feuer-Mario sogar ein noch besserer. Wenn man ihn nicht so einfach verschwenden würde. Ich will mal wissen, wie fern man hier oben auch lang kann. Und Geronimo! Ich nehme die einzige Lücke, die man da so nehmen kann, ne? Naja. Der Pilz kommt mit. Das One-Up nehmen wir auch noch mit. Na gut, Daumen. Nee, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht. Schade. Aber hätte ja sein können. Sterbt ihr Schildkröten. Ja, Mittelflagger. Okay, Coins. Coin-Wahnsinn. Ja, nett. Danke, aber wir haben schon drei PLCs. So, einfach ganz geschmeidig. So, versuchen wir es. Ja. Oh yeah, Mario time. Ja, das ist doch ein entspanntes Ding. Let's go. Ich hätte gerne so die Mitte von dem und dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Das wäre nett. Plong, plong. So, komm schon aus deinem Pantherchen. Ich weiß es. Du willst es. Du kriegst es. Gottes. Da hätte ich jetzt nicht sterben müssen, ne? Ah, jetzt kriegt er aber aus Fressbrett. Hüpf mal nicht so viel durch die Gegend. Flinke Bürschchen. Aber ich kann das verstehen, wenn so ein Klempner ankommt und einem auf den Kopf springen will, dass man da schon ein bisschen Angst vor hat. Wahrscheinlich wollen die sich auch nur wehren. Tanuki! Yo!
Kommt man da noch ganz oben? Mano! Ich möchte nicht so unfähig sein. Ich will aber auch wissen, was da oben ist. Okay, nichts. Naja, ein Versuch war es wert. So, wollte schon sagen. Aua! Und ich wollte auch gerade schon sagen, der ist ja relativ einfach, aber... Naja. Zwei Power-Ups abgezogen, kann nicht so einfach gewesen sein. So, immer ruf da. Aha, geh unter, Bowser. Du böser, böser Bub. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht besiegen müssen. Naja. Easy peasy. So, wir versuchen es einmal kurz nach normal, was für mich aber schon tatsächlich fast übermenschlich ist. Aber am Ende ist es das auch wahrscheinlich nur Training, Training, Training. So, die Dinger machen mir Angst und ich hasse es zu rutschen. Nein! Im Kopf war ich immer noch auf leicht. Das ist es hier definitiv nicht mehr. Da fängt schon wieder Frust an. Das gibt es doch nicht. Komm schon. So, kurz davor. Der wird mir schon wieder ganz anders. Yes! Ah, holla die White Bay. Warum? Ah! Okay, ganz ruhig. Oh, ich hasse Eis so sehr. Okay, noch eine Runde. Let's go. Du mich auch. Ja. Einfach durch, einfach durch. Ich meine, das ist ein schönes, einschläferndes Ding. Ui. Ich will zu viel, oder? Na ja, ich wollte zu viel. Und ich war gerade kurzzeitig ein bisschen stolz auf mich. Hey. So. Einfach durch.
Wow. Finde ich cool. Ach, wow. Dass ich. Also, bin ich ein bisschen stolz auf mich gerade. Das fand ich souverän. War auch viel Glück dabei, aber. So, mal hier ein paar Herzchen verteilen. Sammeln mindestens 111 Münzen ein. Okay. Aber vielleicht sind die alle auf dem Weg verteilt. Because of... Wow. So ein Level ist das. Mhm. Okay, da man hier nicht viel Zeit hat. Ich finde das aber auch schwierig, weil es gibt einem da auch in dem Raum jetzt keinen direkten Hinweis, wo man im besten Falle landen soll. Naja. Kriegen wir schon hin. Ah, Pflanzen. Ja, vielleicht sollte ich mich doch einfach nur an den leichten versuchen. Ja, viele Versuche haben wir jetzt nicht mehr. Geht's oben vielleicht lang? Nein. Aber warte mal, ich sehe da eine Lücke. Oh nein. It's a trap. Oh, ich glaube, so komme ich an die Münzen. Jetzt darf ich nur nicht in da runterfallen. Puh. Nicht gierig werden. Okay, hier darf ich die. Da ist eine Tür. Das ist jetzt unfair. Lass mich raten, die Tür führt wieder nach oben. Nein! Doch! Ha! Cool. Also doch ein cooleres Level als gedacht, wenn man den Dreh raus hat. Obwohl es mich nach wie vor sehr interessieren würde, wo die Piranha-Tür dahin geht. Wow. Schon beim dritten Level. Mario the Detective von The Wicked Boy. So, genug. Okay, der Hund macht mir Angst. Mhm. Passiert was, wenn der mich im Licht erwischt? Ich hatte kurz Angst, dass man den irgendwo hintragen muss. Klang falsch. Okay. Da wären wir noch auf jeden Fall gefangen. Verdammt, ich dachte, ich krieg's hin. Ich dachte, ich wäre cool. Ah. Ja, da muss man groß sein, wenn ich das richtig deute. Krieg ich jetzt wieder ein Power-Up? Thank you.
Die war eben gerade ja noch nicht. Ah, Stern. Wie ärgerlich. War an sich auch cool aufgebautes Level. Den Part haben wir ja schon mal soweit. Den Leuchtturmwärter, da müssen wir erstmal quasi umgehen. Zack. Das ist ja sehr entspannt hier. Keine Ahnung, ob es das bringt. Beim letzten Mal bin ich damit relativ weit gekommen. Dementsprechend lassen wir das auch so. Den Wurfhof können wir ignorieren. Ach, come on. Diese Hammerbrüder immer. Ja, das soll es an der Stelle auch erstmal wieder gewesen sein. War ja ganz cool jetzt so für den Einstieg mal wieder. Hab, ist es endlich mal wieder beim Normal auch ein bisschen was geschafft, aber ich muss sagen, nach wie vor ist es echt so ein krasses Stresslevel. Deswegen bitte seht es mir nach, wenn ich nicht jetzt ganz so häufig mehr Mario Maker spiele, auch wenn ich jetzt endlich wieder die Möglichkeit habe. Ich werde es immer mal wieder spielen, auf jeden Fall. Also, falls ihr auch irgendwelche Level habt, aber wundert euch dann bitte nicht, wenn es irgendwie ein bisschen länger dauert, weil, wie gesagt, Mario ist doch auch sehr stressbedingt und dementsprechend muss ich mir das dosieren, damit ich mir das nicht überspiele. Also ansonsten, vielen Dank fürs Reinschauen und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. René hauen.